willkommen zu einem neuen Video mit mir. Auch dieses Video wird wieder eine Kooperation werden mit der Putzlux und ganz, ganz vielen tollen anderen Mädels. Die Namen dazu werdet ihr in der Infobox finden. Und zwar geht es hier auch um einen Herbstlook. Und da ich aber schon einen Herbstlook diese Woche geschminkt habe, ihr wisst ja davon wahrscheinlich, ich werde auch das letzte Video nochmal in der Infobox verlinken, die Herbstvariation mit Putzlux, habe ich eher einen gräulichen Look geschminkt. Einen, der so ein bisschen für die richtig düsteren Tage gedacht ist. Wenn man da halt Lust drauf hat, gerade wenn es so Schmuddelwetter draußen ist. Und jetzt wollte ich einen Look schminken für die Tage, wo es draußen noch Sonne ist, wo es richtig schön ist, wo die Sonne auch noch drauf fällt aufs Make-up, möglichst, wenn man jetzt halt eben draußen ist. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, was ich da jetzt auch so improvisiere und draus schminken werde. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ganz, ganz viel Freude habt an dem Video und natürlich auch, wenn ihr in der Infobox auf die anderen Kanäle klickt, auf das Video sozusagen, was die dann da hochgeladen haben, auch zu diesem Thema natürlich Herbst. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mal. Dann schnacke ich gar nicht zu lange rum. Dann fange ich wieder an. Alles schon soweit da, mit meiner liebsten Guerlain Foundation, um erstmal eine Grundierung zu schaffen. Also diese Foundation finde ich wirklich klasse. Die ist zwar leicht flüssig, ähnlich die Chanel Vita Lumière Aqua, aber trotzdem noch so ein bisschen auf, ich weiß gar nicht, auf Gelbasis. Und sie wirkt einfach gesund. Ich kann das nicht anders sagen. Und sie hält und hält und hält den ganzen lieben langen Tag. Also ich habe mit dieser Foundation überhaupt keine Probleme. Und deswegen, ja, ich bin begeistert. Muss ich wirklich sagen. Ich habe momentan auch wieder meine Foundations aussortiert und auf Kleiderkreise oben stehen. Und gerade fange ich mit den Parfüms an. Und halt allen Sachen, die ich so habe. Und mir fiel das gar nicht schwer, mittlerweile mehr mich von den Sachen zu trennen, weil ich einfach auch so viele Foundations hatte, dass ich die niemals vor ihrem Verfall wirklich aufbrauchen könnte, sondern wirklich nur meine Lieblinge behalten habe, dass ich auch mal dazu komme, die ganzen Sachen aufzubrauchen. Das verlinke ich euch für den es interessiert, natürlich auch wieder in der Infobox. Jetzt nehme ich meinen geliebten Rondo Foundation Pinsel. Letztens erst gewaschen. Hier habe ich gerade geglättet und ein bisschen Pflege reingegeben. Mein Mann macht gerade mit meinem Stiefkind eine Fahrradtour. Und so habe ich 2 Stunden Luft, um dieses Video abzudrehen. Was natürlich aber definitiv wahrscheinlich erst, wenn ihr es sehen werdet, heute Abend online kommen wird. Alle anderen Videos von der Putzlux und von den anderen Mädels könnten etwas eher sein. Hochladetermin war eigentlich heute um 12 Uhr. Ich habe aber gestern schon Bescheid gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht rechtzeitig schaffen werde. Aber es kommt heute irgendwann definitiv noch. Deswegen habe ich mir diese 2 Stunden Luft erbeten, um praktisch dieses Video noch abdrehen zu können. Ja, und hoffe, dass jetzt auch alles gut geht. Auch gerade mit meinem Videoprogramm. Jetzt suche ich gerade wieder meinen Eyebrow-Pinsel. Und finde ihn natürlich wie immer, wie üblich, weil der kleiner ist wieder nicht. Da hatte man so einen riesen Köcher, ne? Man weiß jedes Mal nicht, wo dieser Pinsel ist. Ah, jetzt habe ich ihn. Entschuldigt. Ja, also die Foundation setzt sich nirgendwo ab. Finde ich ganz, ganz toll. Und dann würde ich, meine Glätteisen, dann würde ich weitermachen mit dem Alverde Quad. Und würde meine Augenbrauen betonen. Es ist jetzt praktisch das 3. Tutorial hintereinander. Ich hoffe, dass euch das nicht nervt. Es hat aber bisher eigentlich relativ gute Aufrufzahlen, gerade diese Kooperationen. Gerade wenn
mehrere YouTuber involviert sind, was eigentlich ganz gut ist, weil umso mehr bekommen die Chance, das auch zu sehen, weil sonst Tutorials auf meinem Kanal eigentlich niemals so über 200 geklickt werden. Was ich immer ein bisschen schade finde, weil gerade Tutorials mir als Videomacher eigentlich immer am meisten Spaß machen am ganzen YouTube, weil man da endlich mal zeigen kann mit all seinen Produkten, die man so hat, ja, wie das so aussieht, was man so machen kann und ja, mal seiner Kreativität vor allen Dingen freien Lauf lassen kann. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn ich selber gucke als selber Zuschauer sehr, sehr gerne Tutorials. Ja, aber die Leute schauen da draußen halt lieber Hauls. Und Hauls gibt es durch mein Aussortieren jetzt halt in der Form erstmal nicht mehr. Das heißt, wahrscheinlich das Hauptding von meinem Kanal, die Haupt-Hauls so, das, was viele Leute immer geklickt haben, wird jetzt erstmal als Standbein wegbrechen. Na? Das war ja halt auch meine Überlegung, wenn man aussortiert, was macht man da für Videos dann noch, wenn die Leute gerne Hauls gucken. Ja, deswegen ist meine Idee, jetzt bin ich ja mittlerweile so weit fertig mit der zweiten Schublade. Da fehlt dann nur noch Mascaras aussortieren, die alle noch zu sind, weil ich meine Lieblingsmascaras auch habe. Fehlt dann eigentlich nur noch, dass ich jetzt schon langsam anfangen könnte, wenn ihr da draußen Lust habt natürlich, dass ich langsam zeige, was in meiner Schminksammlung, Lippenstifte, Augen, Lidschatten, Wangenprodukte, was halt bleiben durfte. Und da kann ich schon 2, 3, 4 Teile abdrehen. Könnte ich. Ich wollte nur erstmal warten, was ihr dazu sagt. Und schreibt mir es am besten mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Also ich würde es auf jeden Fall machen, ob ihr wollt oder nicht. Aber ob ich das alles einzeln machen soll, weil sonst wird mir das einfach die Videos an sich zu lange. Und so kann man sich die Videos vielleicht auch besser einteilen, wenn ich dann immer Teile drehe, sage ich jetzt mal so. Außerdem ist es für mich halt praktisch, dann habe ich wieder für den nächsten Teil und für den übernächsten Teil, weil man dafür halt eben nicht allzu viel Vorbereitung braucht, habe ich dann natürlich wieder Videomaterial, was natürlich auch wieder positiv ist. So, jetzt würde ich weitermachen mit Concealer. Dann benutze ich heute mal den Wake Me Up Concealer von Manhattan, weil ich habe heute Nacht nicht allzu gut geschlafen und möchte diese Augenpartie ein wenig aufhellen. Ich bin gestern erst um 2 ins Bett gekommen. Und dann haben wir ja, wie gesagt, gerade ein Kind zu Besuch übers Wochenende. Und jeder, der ein Kind da draußen hat, der hat sich vorstellen, dass Ausschlafen gerade so zwischen 7 und 8 halt eben immer so ein Problem ist. Ja, das klappt nicht ganz so gut, wie man das gerne haben möchte. Wir sind nämlich sonst potenzielle Langschläfer. Schön Licht ist wieder ein. Gerade schön, dass es ruhig ist im Haus. Echt toll. Ich habe auch bald eine Vorstellung für euch, die ein bisschen, sage ich mal, nichts mit Beauty zu tun hat. Eine Herzensangelegenheit. Das kommt aber erst bei mir am 2. Oktober. Auch verbunden mit einem Gewinnspiel. Also seid gespannt. Ich möchte da noch nichts Näheres verraten. Auch als Dankeschön für mittlerweile über 700 Abos, die wir haben. Und da wird es um Musik gehen. Und zwar, ich habe ja euch schon so wohnzimmerkonzerttechnisch was erzählt, dass wir da jemanden da hatten, der noch nicht ganz so bekannt ist und der meiner Meinung nach oder der Meinung von mir und von Jens echt ein Ausnahmekünstler ist und den man ruhig mal ein bisschen mehr fördern und pushen könnte. Und da werden wir bald ein Video machen zur neuen CD-Veröffentlichung von dem Herrn Martin Spies. Ich glaube, ich habe euch dazu schon mal was im letzten Video verlinkt in der Infobox für die Leute, die Interesse haben. Und da wird aber bald was kommen, auch in Verbindung mit einem Gewinnspiel für den einen oder anderen, was natürlich sehr, sehr schön immer ist und auch als Dankeschön gelten soll für die vielen Abos, die ich jetzt mittlerweile bekommen habe. Jetzt habe ich jetzt gerade gesagt, was ich benutze. Jetzt benutze ich wieder meinen Catrice Luminizer, den ich schon echt, ja, der ist nicht mehr ganz so rund nach oben, ne, zum Konturieren. Und ja, seid gespannt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe natürlich auch mit dem Künstler Rücksprache genommen, ob ich das so machen darf und musiktechnisch und CD-technisch und was ich anspielen darf und nicht anspielen darf. Und ja, das wird auf jeden Fall ein großes Ding werden.
Vor allen Dingen, weil es mal was anderes ist als nur Beauty. Und ja, ich bin halt auch so ein bisschen alternativ und mache nebenbei auch mal ganz gerne andere Sachen. Und von daher finde ich das sehr interessant. Mal nicht nur über Beauty zu schnacken. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch, wie gesagt, auch andere Sachen interessieren und nicht nur Beauty. Ich meine, ihr habt mich ja wahrscheinlich, hauptsächlich ist ja eigentlich ein Beauty-Kanal, wegen Beauty abonniert. Aber ich bin der Meinung, ich und der Jens, wir machen immer relativ vielseitige Videos, die nicht auch immer unbedingt nur mit Beauty zu tun haben. Und ich glaube, oh, jetzt glänzt meine Nase. Ha. Dass meine Abonnenten durchaus in der Lage sind, auch mal ein anderes Video zu verkraften von mir. Das dann wahrscheinlich nicht so ganz so viele Klicks haben wird, nehme ich mal an. Was schade wäre, aber ich probiere es einfach. Ich möchte kreativ sein. Ja. So. Ein bisschen gebronzt oder konturiert. Jetzt würde ich weitermachen mit Blush von MAC, der Love Thing. Gebackener Blush, den ich euch mal zeigen kann. Sehr, sehr schön. Entschuldigt, wenn ich nicht die ganze Zeit in die Linse schaue, aber ich muss auch sehen. Ah, da muss ich vorsichtig sein. Der ist gut pigmentiert. Und ich verbinde das immer ganz gerne mit der Kontur. Und gehe auch hier wieder ein bisschen nach oben. Ich muss mal kurz meinen Poncho ausziehen. Mir ist so warm. Ich habe gerade wieder Hitzewallung. Furchtbar. Ja, so ist das, wenn man schwanger ist. Ne? Ich habe hier ein bisschen overgeblushed. Das tue ich aber gleich nochmal mit Puder ausgleichen. Wenn man so ein Problem hat oder wenn man so einen Fehler hat, dann ist das nicht schlimm. Dann kann man das mit Puder nochmal ausgleichen. Dann benutze ich mein MAC Painterly Paint Pot als Base. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen ruhig bin, aber ich bin auch gar nicht ganz wach. Puh, ja. Dann würde ich jetzt anfangen, mein Puder zu benutzen. Da nehme ich das Chanel Universelle Libre in der Farbe Claire. Und dazu nehme ich aber eine Art Puder Puff. Und drücke das wieder schön in die Haut ein.
Ja, und man sieht gleich, wenn man dieses Puder mit einer Puderquaste eindrückt, dass es gleich viel ebenmäßiger ist. So, die Puderquaste lasse ich auch immer schön da drin, das ist ja von Chanel. Dann kann man die auch gleich dafür immer benutzen. Und von dem losen Puder braucht man natürlich auch nicht so viel. Ja, sieht das Ganze mit dem Blush auch nicht mehr so auffällig aus. So, jetzt sind wir erstmal matt. Oh, meine Haare, ne? Ich habe da jetzt Pflege reingemacht, das sieht jetzt schon wieder fettig aus. Aber dabei sind die gar nicht fettig, ich habe die gestern Abend erst gewaschen. Zurzeit fetten die wieder sehr, sehr schnell nach. Das ist jetzt nur die Pflege, die ich reingemacht habe. Naja, jetzt würde ich weitermachen mit dem Augen-Make-up. Ich mich um meine Grundierung praktisch gekümmert habe und würde von Sue Eva die Rodeo Bell Palette benutzen. Und da würde ich als allererstes fürs bewegliche Lid diesen schönen Ton hier verwenden. So, da schauen wir mal meinen MAC 239er. Und die ist wirklich hammermäßig pigmentiert. Es ähnelt fast dem Cranberry, aber es lässt sich schneller und besser auftragen, wie ich finde. Da muss ich echt aufpassen. Ich gehe auch ein bisschen über das bewegliche Lid hinaus, weil es wird dann sowieso alles mit dem anderen Ton, den ich gleich benutze, verblendet. Das Schöne ist, dass man da halt echt nicht viel von braucht. Sehr, sehr schöner Rotton, den ich auch leicht schon mal ausblende. Aber nicht zu sehr. Und dann gehe ich mit dem, wenn ich ihn finde, MAC 279er. In diese schöne Karamellfarbe hier und verblende das in der Lidfalte. Und dann schauen wir mal. Ich soll heute ein richtig schönes, auch schön unter dem Auge, warmes Augen-Make-up werden, dass ich dann natürlich noch ein wenig mit einem dunkleren Braunton eventuell vertiefen werde. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Über die Lidfalte, in der Lidfalte, im äußeren V. Und dann mache ich wieder mein kleines Dreieck, ziehe das schon mal ein bisschen so nach außen, damit ich später nicht so viele Probleme damit habe. So, dann sieht das jetzt natürlich ziemlich schräg aus. Dann nehme ich einen spitz zulaufenderen Pinsel, den Präzision
Präzisionspierre von. Und gehe in Deadshot rein. Und gehe hier genau ins äußerste Bau. Unter dem Auge. Klitzeklein bisschen. Nicht mehr. Verblenden tun wir gleich. Und jetzt nehme ich wieder einen Puschelpinsel, dann nehme ich einen sauberen Blendepinsel und verblende das Ganze. So. Und jetzt nehme ich mir nochmal den MAC 239er und trage diese rötliche Farbe nach. Auch schön so ein bisschen ins Schwarz rein, sodass das Schwarz gar nicht mehr so auffällt. Schön anpressen. So ein bisschen nach oben. Jetzt nehme ich wieder einen spitz zulaufenden Pinsel und eine andere Palette und nehme die zu Eva Natural Rios Palette. Nein, noch nicht verblenden. Und nehme erstmal so einen schimmernden, einen schimmernden Goldton für den Innenwinkel des Auges. Das passt ja dann sehr gut zu einem Art verfallenen Herbstblatt. Und trage das im Innenwinkel erstmal ein bisschen auf. Da habe ich auch bewusst freigelassen, auch ein bisschen nach oben. Und ihr seht gleich, wie ich das sehr schön mit dem rötlichen Ton verbindet. So, jetzt blende ich noch ein bisschen mit dem 217er nach. Fächere ein wenig aus. Gehe nochmal mein Dreieck nach, so ein bisschen, dass die Farbe jetzt auch gleich nicht verschwindet. Und wenn ihr das habt, könnt ihr eigentlich anfangen mit dem Verblenden. Und das mache ich auch aus meiner zu Eva Natural Yours. Alle harten Kanten verblenden. Da wir vorher schon angefangen mit der 217er, der blendet ja eigentlich quasi von alleine. Geht das jetzt auch sehr, sehr leicht mit dem Ausblenden. Seht ihr das? Das ist ja auch ein Ton, der ist nicht ganz so kräftig in der Lidfalte, der ist sogar ein bisschen heller. Vor allem diese scharfe Kante des Dreiecks nochmal schön betonen, dem nachgehen und oben heller und unten Hautfarben machen. Das betont das Ganze nochmal.
aber auch nicht zu viel blenden, weil ich finde, man, da hat die Putzlux natürlich recht. Man kann das Ganze auch tot blenden. Das soll es natürlich nicht sein. Die Farben soll man schon noch sehen. Meine altbewährte Palette. Ich erstmal kurz wegpacken. Also sieht das bisher aus. Ein schöner Alltagslook. Dann nehme ich einen schwarzen Kajal, mein MAC Kohlkajal. Male mir die Wasserlinie schwarz. Damit das Ganze noch ein wenig dunkler wirkt. Dann hätten wir außer der Mascara, wäre es das dann schon fast mit dem Augen-Make-up. Schauen wir noch mal kontrollieren. Jetzt würde ich schon anfangen, mit Lip Liner schon mal vorzuarbeiten. Aber ich habe noch eine Idee fürs Augen-Make-up. Ich würde mit dem Bronzer von Rival de Loup in der 01 Sahara Sun, würde ich noch mal kurz in die Lidfalte gehen und da noch ein bisschen Schimmer reinbringen. Einfach jetzt so als zusätzliche Idee. Das wird gleich wieder etwas intensiver. Und ein wenig schimmernder. Aber es verändert sich nicht unbedingt im Farbschema. Also ist es ungefähr ähnlich gleichzusetzen mit der Farbe aus der zu Eva Rodeo Belle. Noch mal blenden. Dann würde ich die Farbe Auburn von MAC nehmen und das schon mal lippentechnisch vorzeichnen. So, jetzt würde ich als nächstes, gleich ich dann natürlich noch ein bisschen aus, wir wollen heute einen bärigen Ton verwenden, tue ich erstmal meine Wimpern tuschen.
So. Und das mache ich natürlich wieder mit meiner Chanel Volumenmascara. Das könnte jetzt ein wenig dauern. Ihr wisst ja, beim Mascara auftragen bin ich immer ein wenig ruhig. Diese Mascara überrascht mich wirklich immer wieder. Aber erst so in der zweiten Schicht. In der ersten macht sie richtig so schön dieses nach oben. Was für den Alltag schon regelrecht ausreichend ist. Aber gerade so in der zweiten, da macht sie dann noch mal richtig Bam. Und darf sie auch irgendwie nicht erst antrocknen lassen, weil dann ist sie wirklich fest. Dann kann man da auch nichts mehr formen. Deswegen mache ich die zweite Schicht schon relativ zeitig danach. Jetzt habe ich gepatzt. Das können wir ja zum Glück gleich wegmachen. Ich finde das immer so beeindruckend, wie die Butz erst ihre Wimpern runterbürstet zum Beispiel und sie dann nach oben bürstet und dann hat sie so einen richtigen Volumeneffekt. Also ich habe das schon mal probiert, aber irgendwie will das bei mir nicht so richtig. Ich biege die Wimpern dann immer so leicht nach oben weg. So richtig klappen. Finde ich jedenfalls sehr, sehr schön. Ich mag das generell, anderen zuzugucken, wie sie ihre Wimpern tuschen. Ich finde das immer sehr, sehr inspirierend. Gerade jede Wimper ist ja unterschiedlich, was das für Effekte hat halt eben. Jede Mascara ist bei jedem anders. Und des Ausgangsmaterials. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr lange untere Wimpern, aber dafür nicht so lange obere Wimpern. Da brauche ich immer regelrechten Volumeneffekt. Das ist doch erstmal vertretbar. So, jetzt würde ich meine Patzer noch wegmachen und dann machen wir weiter mit dem Lippenstift. Sind ja auch schon gleich wieder bei 40 Minuten. So, Patzer weg.
Dann würde ich den schönen Lippenstift auftragen von MAC. Den mag ich sehr, sehr gerne. Jetzt gerade auch so für den Herbst. Das ist der, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Amoureux in dem Finish Satin. Und das ist so eine richtig schöne, bärige Herbstfarbe. Ich liebe diese Farbe. Noch mal eine fette Schicht aufgetragen. Der hinterlässt aber auch Stain und hält den ganzen Tag. Also da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Ja. Jetzt mache ich noch mal kurz meine Haare. Ja, irgendwie gefällt mir das noch nicht richtig. Jetzt muss ich eigentlich noch mal meine Haare, ja, noch mal anmachen und noch mal ein bisschen glätten, ein bisschen Parfüm auftragen. Da benutze ich immer sehr gerne Chanel Mademoiselle. Das ist eigentlich ein Riefel, das habe ich schon sehr gut. Habe ich das aufgebraucht. Das ist jetzt auch für den Herbst noch, solange es noch ein bisschen warm ist. Finde ich immer der richtige Duft. Ansonsten benutze ich sehr gerne Dolce und Gabbana, das 3. 100 Milliliter La Imperatrice, das habt ihr bei mir auch schon öfters gesehen. So, jetzt muss ich eigentlich noch mal. Irgendwie gefällt mir das mit meinen Haaren noch nicht. Die sind gar nicht fertig, seht ihr das? Die sind gestern Abend erst gewaschen. Das ist ja krass, wenn die jetzt schon wieder fertig werden. Ich glaube, dann hätte ich ein Problem. Meine neue Haarfarbe hat sich nicht gut, also hat sich nicht rausgewaschen. Ich habe die Woche aber auch nicht so viel gewaschen, damit die Haarfarbe mal ein bisschen. Jetzt geht das gerade. Jetzt finde ich das gerade sehr schön. Gerade auch so dieses Glatte, das habe ich letzte Woche getragen. Sollte ich noch ein paar Lückchen reinmachen? Ich glaube, dann hält das länger, ne? Machen wir noch ein paar Lückchen rein. Mache ich das immer so und halte das ein paar Sekündchen und dann wieder so und dann wieder so und dann. Na, ich mache nur so leichte Wellen. Die kämmen sich nachher wieder relativ gut aus. Mach das gar nicht zu lange. Nur, dass sie ein bisschen Struktur halt bekommen. Und jetzt gerade zu dem Look dachte ich, dass das ganz gut passt. Ich mag meine Lückchen oder meine leichten Wellen. Entschuldigt, das dauert das Video jetzt recht lange. Aber es gehört ja alles zu dem Look irgendwie so ein bisschen mit dazu. Seht ihr, das sieht gleich irgendwie strukturierter aus. Irgendwie netter. Obwohl ich es manchmal, ich kann mich da immer nicht entscheiden, auch ganz geglättet eigentlich ganz gerne mag. Ich glaube, noch ein bisschen lieber mag ich meine kleinen Löckchen. Ich lasse es nie länger als 5 Sekunden. Ich habe auch Hitzeschutz vorher schon reingemacht und Glanzspray, also alles schon drin. Ich mache auch immer einmal die Woche für meine Haare eine Kur, Spülung von Lush, also Natur rein.
Also meine Haare können das schon gut ab und ich glätte und tue auch nicht so oft, sage ich jetzt mal, in der Woche so Wellen reinmachen oder glätten. Das mache ich höchstens, wenn es hochkommt in der Woche, nicht wie manche einmal, zweimal Tag, jeden Tag, sondern ich mache das wirklich eigentlich, vorne muss ich nochmal, mache das nur ein-, zweimal die Woche, wenn ich mich schminke, wenn ich Lust dazu habe, wenn ich ein Video drehe, dann mache ich das. Also nicht zu häufig. So, jetzt kann ich aber wirklich ausschalten. So, das passt doch gleich viel besser zu dem Look, oder, ihr Lieben? Da habt ihr gleich nochmal gesehen, Glätteisen-Review. Ich habe das von Shibo. Da kann man auch hier Ionen einstellen und on und off und bis 200 und halt auch Kaltstufe und so. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Und hier hat man einen Sicherheitsschutz, den man erst runter macht und dann wieder zudrücken kann. Also ich fand das für 30 Euro ganz okay, das Glätteisen. Und es macht eigentlich ganz anständige Sachen mit meinen Haaren. Ja, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Glanzspray rein, ihr Lieben. Ich zoome euch noch mal ran. Habt ihr gleich noch ein bisschen gesehen, wie ich meine Haare immer mache. Das ist der Look. Ich finde sehr, sehr, sehr schön. Ist mal nicht so trist und grau wie der andere Look, wo es eigentlich wirklich so eigentlich, was hatte ich da eigentlich gemacht? Graues Augen-Make-up und so ein bisschen gräulich-braune Lippe schon. Also zum Matschewetter eher passen. Und das kann man wirklich noch tragen, wenn es richtig schön noch warm ist und die Sonne noch drauf scheint und so ein bisschen oder an ein verfallendes oder verwelken Anfang zu Beginn des Herbstblatts sozusagen, sagt mein Freund. Und ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet und ob ihr das auch so schminken würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald beim nächsten Video. Ich denke mal, das nächste Video wird entweder meine High-End-Favoriten sein. Das wird eine Kooperation mit der lieben Knutschfan, also mit der lieben Marion sein. Oder ich fange schon an, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare mit dem, was durfte bleiben, meine Kosmetiksammlung langsam anfangen abzufilmen. Da kommen dann aber sehr, sehr viele Teile und es kann zwischenzeitlich auch nochmal sein, dass ein anderes Video dazwischen kommt. Das wird dann wie so eine Art Reihe dann sozusagen fortgesetzt. Ja, ich hoffe, euch gefällt das dann so und eine Buchreview wollte ich auch noch starten, also eine Was-habe-ich-gelesen-Reihe. Ob daran noch Interesse besteht, wäre es auch mal nett, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil dann würde ich mir die Mühe machen. Ich habe jetzt fast schon so 9 Bücher ausgelesen und würde darüber halt kurze Rezensionen machen, nicht zu viel spoilern und so eine Reihe auch nochmal starten. Dann danke ich euch fürs Zusehen und für euer Feedback. Daumen nach oben und Kommentare und Abos nicht vergessen, ist alles kostenlos und ich freue mich über jedes bisschen Feedback da draußen und ich freue mich auch, dass wir mittlerweile so zahlreich sind und natürlich freue ich mich aufs nächste Video für euch und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao!